Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Und deshalb, ihr euch alle wohl bewusst seid, deshalb ist der Meister noch nicht von seinem Gang zurück. Trotzdem habe ich die Absicht, wie vorgesehen, zur Salzwasserhöhle aufzubrechen. Hey, hey, wo wollte der Gildenmeister überhaupt hingehen? Woher sollte ich das wissen? Können wir das ohne den Gildenmeister machen? Kein Problem, es gibt überhaupt keinen Grund für eure Bedenken. Der Gildenmeister muss entschieden haben, dass wir bis auf weiteres auch ohne ihn auskommen. Darum ist er bis jetzt nicht nach Hause gekommen. Außerdem habt ihr in Abwesenheit unseres Gildenmeisters mich. Ich kann euch anführen. Entschuldigung. Warum sagt denn niemand etwas? Das darf nicht sein. Das kann nicht wahr sein. Glaubt ihr alle, ich wäre dazu nicht in der Lage? Leute, raus mit der Sprache. Bin ich vielleicht unzulänglich? Oder erscheine ich euch gar als nutzlos? Nein, das würde ich nicht sagen, Donnerwetter. Wenn der Genmeister nicht hier ist, fühle ich mich weniger sicher. Hey, hey, ihr kennt den Genmeister, er ist schwer zu durchschauen. Aber hey, er wird sich schon zeigen, wenn die Dinger schwierig werden. Aber der Genmeister ist jetzt nicht hier und der hier. Da müssen wir jetzt Verantwortung übernehmen und in seinem Sinne handeln. Das stimmt. Ich bin zuversichtlich, dass wir unsere Aufgabe auch allein erledigen können. Machen wir es auf eigene Faust. Du hast recht. Wir können uns nicht immer nur auf den Gildenmeister verlassen. Oh ja, richtige Einstellung. Geben wir unser Bestes. Plaudergei? Der Gildenmeister ist abwesend. Es gibt nur einen unter uns, der anführen kann. Und das bist du, Plaudergei. Wie? Wer? Ich? Selbstverständlich. Das hast du gerade selber gesagt. Du sagtest, wir seien auf der sicheren Seite, weil du uns führen könntest. Geh voran, führe uns. Richtig so, führe uns, Plaudergei. Hey. Ja, oh ja, ich stehe auf dich. Oh. Oh, nun, Leute, ihr könnt immer auf mich zählen, wenn die Dinger so schlecht stehen. Was ist los, Plaudergeil? Gib endlich den Startschuss. Ich weiß, ich weiß. Ich fange jetzt an. Wir werden zu einer Erkundung in die Salzwasserhöhle aufbrechen. Leute, verbringen wir gemeinsam Großes. Hurra! Salzwasserhöhle. Hört mir alle zu. Dies ist der Eingang zur Salzwasserhöhle. Mein Ziel ist es, auf die tiefste Ebene dieses Dungeons zu gelangen. Dort findet man die gleichen seltsamen Muster wie auf dem Reliktfragment, das Katharina hat. Allerdings lauert dort ein extrem boshaftes Pokémon. Extrem boshaft? Donnerwetter, das hört sich schrecklich an. Hey, hey, Plaudergei. Was gibt es? Gestern hat der Gildenmeister etwas über dieses Pokémon erzählt. Aber du, Plaudergeist, scheinst genauso viel über den Dungeon zu wissen. Hey, hey. Plaudergeist, ist es möglich, dass du hier schon einmal warst? So ist es. Ich bin schon einmal hierher gekommen. Ich habe hier vor langer Zeit eine Erkundung durchgeführt, zusammen mit dem Gildenmeister. Tief in dieser Höhle haben wir dieses seltsame Muster gesehen. Damals. Damals erschien diese brutalen Pokémon. Also, wie waren die so brutal, sagst du? Das weiß ich gar nicht mehr. Hä? Das weißt du nicht mehr? Ja, aber ich schäme mich, das zuzugeben. Sie haben uns ohne Vorwarnung aus dem Nichts angegriffen. Ich ging zu Boden, bevor ich irgendwas tun konnte. Als ich zu mir kam, versorgte der Genmeister meine Wunden. Aber ich kann mich an die davorliegenden Ereignisse nicht erinnern. Also kann ich euch nichts Näheres über die Angreifer sagen. Uah. Damit kommen wir nicht weiter. Wir wissen also nicht, mit welcher Art von Gegner wir es zu tun haben. Dann sollten wir vorsichtig vorgehen. Wartet mal bitte. Sag mal, Plaudergeil. Zuerst sagtest du, es gäbe dort ein boshaftes Pokémon. Und dann sagtest du, sie hätten dich angegriffen. Gibt es mehr als eins? Nein, es war nicht nur eins. Es gab ein extrem boshaftes Pokémon. Aber es war nicht allein. Als sie angreifen? Oh, jetzt erinnere mich. Sie griffen alle auf einmal an. Wasser schlug auf mich ein. Wie eine Flutwelle.
Wie eine Flutwelle? Das könnten Attacken von Typ Wasser bedeuten. Ihr Boden-Pokémon mögen Wasser überhaupt nicht. Ich hoffe, wir müssen gegen solchen Gegner kämpfen. Es wäre furchtbar gefährlich, es auf eigene Faust zu versuchen. Das stimmt. Wir sollten uns zur Erkundung der Höhle in mehreren Gruppen aufteilen. Jawohl, das machen wir. Hey, wir sollten Teams bilden, die nicht nur aus einem bestimmten Typ bestehen. Jawohl. Erinnert ihr euch daran, was der Meister Kessistan gesagt hatte? Zwei Mitglieder von Team Traloge müssen in meiner Gruppe sein. Deswegen werdet ihr mich begleiten, wenn wir diese Höhle erkunden. Verstanden? Ich kann mich auch darauf verlassen, dass ihr mich nicht so sehr aufhaltet. Oh, und wartet nicht, dass ich alles für euch erledige. Ihr müsst schon auf euch selbst aufpassen. Verstanden. Alles klar, Leute. Erobern wir die Salzwasserhöhle. Lasst uns alle gehen. Hurra! Willkommen in der... Hehehe, Boss. Sieht so aus, als wären die Lümmel aus der Gille alle schon drin. Huhuhuhu. Sollen wir ihnen folgen? Tja, hört sich gut an. Wir verfolgen sie, aber lasst uns dabei unentdeckt bleiben. Wenn die Zeit gekommen ist, irgendwo im Inneren der Höhle, dann schnappen wir uns dieses erbärmliche Reliktfragment von Katharina. Danach flitzen wir zum tiefsten Teil der Höhle. Wir werden allen Ruhm für die Lösung des Rätsels einsacken. Brillant. Der Plan ist perfekt. Natürlich. Sei es drum. Wir werden es sein, Team Totenkopf. Wir werden diejenigen sein, die zum verbauten Land gehen werden. Tja. Wir kommen in der Salzwasserhöhle. Nice. Schöne Musik. Und wir sind ein Typ-Vorteil. Da ist die Treppe. Aua. Das Gastrodon hat gerade den Ringtanz eingesetzt. Oh, scheiße. Schade. Egal. Schade um die leichte Box, aber was willst du machen? Und Team Nissex. Strahler. Tatache. Ah, jetzt kommen solche Muster. Das könnte jetzt öfters passieren. Unter ihm eine 8.
Bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Da, da, da. Und stand du. Und stand du. Aurora-Strahl. Zwischenlager. Wir sind ziemlich weit ins Innere der Höhle gefordert. Hey, Plauderkeil, sind wir beide an der Stelle, wo du dieses Muster gesehen hast? Wir sind fast da. Es ist nicht mehr weit. Allerdings, wie schon gesagt, jeder Schritt führt uns auch diesen boshaften Pokémon entgegen. Yep, wir können nicht sorglos sein. Aber es ist nicht mehr weit. Lass uns am Ball bleiben. Autsch. Ups, Entschuldigung. Hey. Lange her, Schwächlinge. Boah, ihr seid dieses nette Team, nicht wahr? Ist das das Reliktfragment? Das... Tja, ich nehme das an mich. Hey? Jetzt wirst du zum zweiten Mal deshalb ausgeraubt. Du lernst es eben nicht, so viel steht fest. Warte, warte bitte, ich fürchte, ich kann dir ganz sicher nicht folgen. Warum seid ihr überhaupt hier? Wir haben keinen vom Team Totenkopf gesehen, seit ihr bei der Expedition plötzlich verschwunden seid. Ich war um euer Wohlbefinden besorgt. Besorgt wie? Eure Gilde ist voller gutgläubiger Trottel, die darauf warten, geschöpft zu werden. Oh, oh, oh. Dein Verhalten und deine Sprache sind auf einmal so ungehobelt. Plaudergeist, wir haben die Gilde die ganze Zeit hinter das Licht geführt. Das ist ein schlechtes Kundes, die im Team Totenkopf besteht aus Haufen krummer Hunde. Was? Stimmt das? Was denn noch? Man muss unbeschreiblich naiv sein, sich so lange täuschen zu lassen. Naja, wir haben jetzt das Reliktfragment. Jetzt müssen wir nur noch zum verborgenen Land gehen. Holt euch doch die Augen aus, ihr Schwächlinge. Ah, diese miesen Schufte. Mich zum Narren zu halten. Damit werden sie nicht durchkommen. Ich werde ihnen zeigen, was es heißt, sich mit mir anzulegen. Oh, warte, Plaudergei. Er ist weg. Plaudergei war so aufgebräut, ich hoffe, ihm wird nicht zustoßen. Ich meine, hier lauern überall diese boshaften Pokémon, von denen er uns erzählt hat. Und wir müssen immer noch mein Reliktfragment von Skundank zurückholen. Wir sollten uns auch beeilen. Okay. Untere Salzwasserhöhle. Ja, sowas kommt auch vor. Scheiße. Okay.
Und eine 4. 5. Okay. Salzwasser, Höhlengrube. Nun, wir sind tief hinabgestiegen, aber wir haben wieder zu Plaudergeil noch zum Totenkopf aufgeholt. Aber dieser Ort ist furchtbar heiß und feucht hier. Und diese Stimme kam von dort drüben. Geh mir das, die. Oh, es ist Team Totenkopf. Was ist mit euch geschehen? Oh, das kann nicht sein. Seid ihr von einer geheimnisvollen Gruppe von Gegnern angegriffen worden? Hast du das wissen können? Wäre vielleicht hilfreich gewesen, das zu wissen. Nicht, dass ihr uns erzählt hättet. Ist Gunther alles okay mit dir? Wir sind eurer Gnade ausgeliefert und du fragst mich, ob wir okay sind? Wie ekelerregend großzügig könnt ihr trotzdem noch sein? Wir können jemanden nicht einfach ignorieren, wenn er verletzt ist. Eure Sorge zieht ins Leere, wir kommen wieder auf die Beine. Dieser aufgeblasene Plaudergeil, er hat mich genug geärgert, damit ich durchhalte. Bitte, was hat Plaudergeil getan? Das hat er getan und dieser Plaudergeil kam erst lange nachdem wir niedergestreckt wurden vorbei. Als er uns am Boden liegen sah, er beschimpfte uns mit einer Reihe sehr gewählter Worte. Nach seiner Schimpftriade ging er seines Weges. Was er uns gesagt hat, ich sehe immer noch rot. Schimmel nicht so sehr vor Wut, dass ich auf keinen Fall hier aufgeben will. Ich komme hier heraus und wenn ich kriechen muss, damit ich es in diesem miesen Plaudergeil heim sein kann. Aber bei längerem Nachdenken, wir waren nah am Aufgeben, als uns dieser Plaudergeil mit seiner Schimpferei rettete. Aber auch wenn ihr sagt, ihr wärt gerettet geworden. Ihr seht so aus, als würdet ihr immer noch leiden. Wir waren all die Zeit gemein zu euch. Unseretwegen müsst ihr euch ein paar ziemlich schlimme Dinge durchmachen. Aber ihr zwei könnt euch immer noch dazu durchdringen, euch um Leute wie unsererseits zu sorgen. Yep, sicher habt ihr uns einige Mal wütend gemacht. Aber wenn ihr euch so am Boden liegen seht, dann können wir nicht einfach so vorbeigehen. Hey, das Reliktfragment. Das ist sonst gar nicht meine Art. Das Reliktfragment ist mir aus der Hand gerutscht. Ich kann mich immer noch nicht bewegen. Katharina wird es zurückstehen. Ich habe das Reliktfragment nur aus Versehen fallen lassen. Du kannst es jetzt aufheben oder auch nicht. Danke. Wofür der Dank? Beim nächsten Mal greifen wir wieder auf unseren alten Trick zurück, um es mit euch aufzunehmen. Ah ja, verschwendet euch nicht eure Zeit damit, um euch um uns Sorgen zu machen. Solltet euch lieber Sorgen um Plaudergeil machen. Das stimmt. Wo ist Plaudergeil hingegangen? Er ist tiefer hinuntergegangen. Er ist hinter diesen Gegnern her. Ihr zwei solltet euch beeilen und hinterhergehen. Danke, Skunter. Wir gehen tiefer hinein und nehmen es mit ihnen auf. Skunter, sieh zu, dass du dein Team hier rausbringst und nicht aufgeben. Ich verbitte mir die Bevormundung von Team Toku. Gehen wir. Ihr beide könnt euch, ihr euch bewegen? Das ist nicht dein Ernst. Die Art, wie ihr uns zerlegt haben, ich bin immer noch zu erledigt. Das war's also. Wir geben bestimmt einen schlimmen Anblick ab. Aber Boss, mir gefällt es, wie du das bis zum Schluss für dich behalten hast. Dass du auch eine gute Seite hast. Du hast dich rehabilitiert. Klar behalten. Aber ehrlich gesagt, Boss, sollte man dazu noch etwas sagen. Klappe zu. Hey, Plaudergeil. Ihr beide. Seid wachsam. Sie sind ganz nah bei uns. Ich konnte eure flüchtigen Umrisse erkennen, als ich sie verfolgte. Aber als ich an dieser Stelle kam, hatten sie sie aus den Augen verloren. Sie müssen hier irgendwo lauern. Aber es scheint hier nicht zu geben, wo man sie verstecken könnte. Was ist das? Eine seltsame Verordnung? Sie sind nur Felswände um uns herum. Das, was ich aus den Augenwinkeln von ihnen gesehen habe, ich bin kurz davor, mich zu erinnern. Das ist es. Als sie mich das letzte Mal angegriffen haben, sie erschienen aus dem Nichts, aber tatsächlich kamen sie. Grrr. Katharina, das, sie passt auf. Sie sind über uns. Was? Wow. Ich bin Kaputops. Wir sind die Grüne Amorose. Allen anderen muss eine Lektion erteilt werden. Nimm das. Uah.
Plaudergeil. Was? Damit lasse ich euch nicht davon kommen. Was haltet ihr davon? Dieser Held hat seinen Kameraden mit seinem Körper geschützt. Das ist nicht wirklich klug. Hey, ich erinnere mich. Dieser große Held war schon einmal hier. Wir haben ihn auf die gleiche Weise umgehauen. Das hat er schon zum zweiten Mal gemacht? Dafür muss man schon rechtlich doof sein. Haha. Sagt, was ihr wollt. Diese beiden, sie sind unsere besten Rekruten. Ich lasse nicht zu, dass ihnen etwas zustößt. Plaudergeil. Plaudergeil. Ihr seid als nächstes dran. Nehmt das. Bosskampf versus Caputops und Amoroso. Okay. Okay. So. Okay. Und der nächste. Nice. Plaudergeil. Plaudergeil, bist du okay? Halte durch. Plaudergeil. Diese Stimme. Gildenmeister. Knuddelhof und auch Reptain. Gildenmeister. Reptain. Was macht Reptain bei den Gildenmeister? Das erkläre ich später, das ist wichtiger. Plaudergeil. Das ist übel, Plaudergeil ist zu Boden gegangen. Donnerwetter, er ist verletzt. Plaudergeil, bist du okay? Bist du verletzt? Hahaha, mir geht es gut. Ich bin gesund und munter, wie ihr seht. Plaudergeil, es tut mir leid, Plaudergeil. Wie viel wäre ich doch nur früher gekommen? Bitte mach dir keine Vorwürfe, Gildenmeister. Aber es ist so erniedrigend, von diesem Gegner besiegt zu werden, schon wieder. Das ist nicht wahr, Plaudergeil. Als wir das letzte Mal hierher kamen, wurdest du sofort K.O. geschlagen, Plaudergeil. Deswegen wirst du dich kaum erinnern können. Aber damals, als die Bande von Caputops sich hier auf uns stürzen wollte, hast du mich vor der Attacke beschützt, Plaudergeil. Wie bitte? Gleich danach habe ich mir die Bande von Caputops vorgeknüpft. Wenn du dich nicht gewesen wärst, um die Attacke abzufangen, Plaudergeil, ich wäre auf der Stelle zu Boden gegangen. Ohne Plaudergeil hätte es für mich übel ausgesehen. Das ist wirklich geschehen. Plaudergeil, du bist mein unverzichtbarer Partner. Es ist eine Ehre für mich, diese Worte zu hören, Meister. Das macht mich zu einem sehr glücklichen Pokémon. Plaudergeil. Leute, bleibt ruhig. Er wird durchkommen. Ihm bleibt noch Zeit. Schafft ihn jetzt zur Gilde. Nun dann, schnell gehen wir alle zurück. Nein. Wir werden Plaudergeil zurück zur Bilder bringen. Aber ihr, das und Katharina, und du, Webtier, ihr drei müsst weitermachen. Aber macht euch keine Sorgen. Und außerdem, wenn ihr jetzt nicht weitergeht, dann hätte Plaudergeil sich für nichts und wieder nichts für euch geworfen. Das seltsame Muster liegt vor uns. Beeilung. Okay, Knuddelhof. Wir werden weiter vorangehen. Lass uns gehen, Katharina und Dusty. Okay. Gehen wir, Dusty. Viel Glück. Findet das verborgene Land. Webtain, wie bist du denn hierher gelandet? Knuddelhof hat mich hierher gebracht. Bitte, Knuddelhof war das? Das stimmt, Knuddelhof hatte nach mir gesucht. Sobald er mich gefunden hatte, hat er... Entschuldigt. Bat er mich mitzukommen. Er sagte, ihr wärt kurz davor, das verborgene Land zu finden. Das war praktisch, denn ich wollte sowieso wieder zu euch stoßen. Wieder zu uns stoßen? Warte mal, heißt das etwa? So ist es. Ich habe alle notwendigen Zahnräder der Zeit eingesammelt. Juhu! Jetzt müssen wir nur noch zum verbogenen Land gelangen. Lasst uns also den Ort mit den seltsamen Muster finden. Wow, das hier ist Wasser. Warte mal, das ist Meerwasser.
Sieh mal, Dusty. Der Höhlenausgang öffnet sich weit zum Meer hinaus. Von außen konnten wir ihn nicht sehen, weil er im Schatten liegt. Das stimmt. Das Meer ist hinter dem Felswesen zu sehen. Es ist fast Abend. Wir haben nicht bemerkt, wie die Zeit vergeht. Die Flut steigt bis hier durch diese Spalte in den Wand. Oh, das ist... Was? Dusty, was gibt es denn? Hey, sieh dir das an. Das ist das gleiche Muster wie auf dem Reliktfragment. Ich nehme an, dass das gleiche Muster das Plaudergeil beschrieben hat. Schau mal das Reliktfragment hervor. Oh, das Reliktfragment. Oh, das Muster an der Wand glüht jetzt. Es ist, als ob es auf das Reliktfragment reagiert. Oh. Was war das? Eine Lichtkugel schießt in Richtung Meer. Was war das? Was? Das ist... Es kommt näher. Es schwimmt. Katharina, Dusty und Reptile, korrekt? Du kennst unseren Namen? Ja, ich wurde von Knuddeluff informiert. Knuddeluff hat sie dir genannt? Dieses Muster an der Wand hat einen Lichtkegel geworfen, der über das Meer fiel. Direkt nachdem du... Da bist du erschienen. Könntest du mir sagen, wer du bist? Ich bin Labras. Ich geleite euch zum verborgenen Land. Meinst du das ernst? Du kannst uns zum verborgenen Land bringen? Ihr habt den Lichtkegel aus dem Muster an der Wand entfesselt. Das ist das Signal, um Einlass zum verborgenen Land zu erhalten. Es liegt jenseits des Meeres. Steigt auf meinen Rücken. Ich werde euch über das Meer bringen. Fürchtet euch nicht. Ich bin außergewöhnlich. Ich kann euch alle noch mehr auf meinen Rücken tragen. Es liegt jenseits des Meeres, das verborgene Land. Das ist die Katharina. Gehen wir über das Meer. Und in dem Sinne verabschiede ich mich für heute diesen Part. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Und tschüss.